Leute, und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Heute mal wieder mit einem Community Opening. Das heißt, von mir und von euch gleichzeitig eine Live-Reaktion. Ich habe das Video zuerst nicht gesehen, du kennst das Video noch nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich habe keinen Namen dazu gefunden zum Video. Es tut mir leid, falls du mir einen Namen geschickt hast. Ich habe ihn nicht gefunden. Auf jeden Fall geht es darum, angeblich, ich weiß es ja selbst noch nicht, öffnet er hier 70 Rush Limited Tickets. Das heißt, er hat einige Male gespart bei seinen Rush Limited Tickets und hat sie gesammelt. Wie geht das? Man kann nur 20 Stück von diesen Tickets gleichzeitig besitzen. Der Rest geht in eine Geschenkbox. Und dort sind sie für 29 Tage drin. Ne? Das heißt, er muss da knapp gespart haben. Und ich bin sehr gespannt, was nämlich auch bedeutet. Er zieht hier mindestens 7 garantierte Sparkings an jedem Ende der Ziehungen sozusagen. Immer die letzte Karte, der letzte Held, wie auch immer du es nennen willst, ist eine garantierte Sparking. Und ja, ich habe mich in die Nase geschnitten beim Rasieren. Ja, ich lebe noch, okay? Das heißt, wir bekommen jetzt immer am Ende eine garantierte Sparking. Ich bin sehr gespannt. Ich drücke ihm natürlich, auch wenn ich leider, wie gesagt, gerade nicht weiß, wer er ist, die Daumen, dass er Vegito, wie auch immer, zieht, auf jeden Fall. Ja? Und dass er natürlich mehr als nur 7 Sparkings bekommt. Ne? Das ist natürlich auch klar. Da drücken wir ihm auf jeden Fall alle die Daumen. Ich gebe ihm auch meine Genki-Dama-Power. Und ich bin auch gespannt. Morgen soll es ja soweit sein. Vielleicht sehen wir da schon Infos zum kommenden Mittwochs-Update. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, das erste sieht schon mal... Oh, ist es die letzte Karte oder... Cyborg 13. Ist es die letzte? Jo, seine garantierte Sparking. Wie gesagt, immer am Ende bekommt man eine garantierte Sparking. Immerhin von 4 auf 6 Sterne hochgegangen. Das sieht man gerne. Das nimmt man auf jeden Fall gerne mit. Ne? Da kennt man nichts. Ne? Ist ein Mikrofonding hier im Weg? Alter, ist schon geil. Also von 4 auf 6 Sterne kann man sich freuen. Auch wenn ich nicht weiß natürlich, ist es genau das, was er haben wollte? Wollte er einen Cyborg? Oder ist das so wie die meisten, der will einfach nur Vegito da rausziehen? Bin auch gespannt, ob wir Fake-Outs sehen werden und so weiter und so weiter und so weiter. Aber lass uns einfach mal überraschen. Freezer besiegt und ja, wir wollen alle Freezer weghaben. Niemand will mehr Freezer besiegen. Wir besiegen seit über 600 Tagen Freezer täglich. Er geht nicht weg. Goku kommt, Vegeta? Ja, Vegeta kommt zur Hilfe. Theoretisch haben wir jetzt immer eine Sparking-Animation. Weil ja immer eine Sparking garantiert ist. Es könnten aber auch Fake-Outs sein. Ich bin echt gespannt. Also bisher sind wir bei einer Sparking aus den Tickets. Und das war die garantierte. Komm schon, Baby. Komm schon, Baby. Komm schon, Baby. Ah, nicht nur Heroes. Das tut weh. Das tut weh. Weil die Tickets, die muss man sich ja hart eher Auto spielen. Ne? Ihr könnt das komplette Rising Ultra-Dimensions-Rush-Event könnt ihr im Auto-Play-Modus durchspielen. Wenn ihr genügend Level 5000 Helden habt. Ne? Ist wohl kein Problem, Sparking. Gogeta. Alter, Glückwunsch. Wie viele Sterne hat er ihn schon? Komm, 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 komm. Wie viel, wie viel? 4 Sterne. 4 Sterne. Ich habe ihn noch nicht mal auf 4 Sterne. Glückwunsch auf jeden Fall zu Gogeta, der sich in den Super Saiyan verwandeln kann. Es sind keine 4 Sterne. Es sind 4 Sterne plus. Alter. Wie kann man nur so viele Gogetas ziehen? Alter. Das heißt, 7 Sterne ist normal. Plus 4 ist... Yo, 11 Sterne wie Gogeta. Was? Was? Und hier sieht man das, wie gesagt, in der Geschenkbox sind dann die Rush-Tickets drin, die man alle rausholen muss. Und da kann man wieder neu ziehen. Ist ein bisschen nervig. Ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass es nicht mehr Rush-Tickets sind, die man benutzen kann, die man haben kann. Ne? Verstehe ich, warum die das unbedingt auf 20 limitiert haben, macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Wenn du dir denkst, yo, Rabbit, das ist deswegen und deswegen, schreib es gerne mal in die Kommentare. Ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde es ein bisschen bescheuert und ein bisschen unnötig. Vor allem die Tickets sind da bis 2029. Und ja, das ist kein Witz. Die sind immer gültig. Oh, Super Saiyajin. Und warum muss man die auf 20 Stück limitieren? Warum muss der rechts in die Geschenkbox? Also ich verstehe einige Dinge nicht in Dragon Ball Legends. Die machen für mich überhaupt keinen Sinn. Und, Alter, ich bin noch immer ein bisschen geflasht, ne? 11 Sterne Gogeta.
Ich kann es noch immer nicht glauben. Ich dachte, er ist 4 Sterne. Dabei ist er 11 Sterne. Also ganz ehrlich, wie kann man nur so viele Gogetas ziehen? Wenn das dein Opening ist, schreib's mal in die Kommentare. Woher hast du bitte so viele Gogetas gezogen? Das ist ja unglaublich, Alter. Okay, komm, Quavy, komm, will nicht nur extrem, nicht nur extrem. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bist ja immer nur eines Sparking. Er hat ein bisschen Pech, ne? Wie geht das? Wie geht das, dass ich verwandeln kann, wollte ich sagen. Geil. Aber bisher hat er echt Pech, ne? Immer nur die garantierte... Oh, geht auch kein Stern hoch, schade dafür. Immer nur die garantierte... Ah, ihr müsst verstehen, ne? Viele Leute ziehen da 2, 3 Sparkings raus, ne? Pro 10 Tickets. Wie geht das am Anfang? So quasi... Goku, hold my beer. Ich mach das, okay? Nimm das Bier, ich erlege das jetzt. Ich lösche Freezer aus. Du kannst ja eh nicht, Goku. Okay, ich bin gespannt. Was wird die Vegeta-Animation bringen? Bringt sie was Neues? Panliebe ist dabei. Panliebe ist dabei. Das ist ein gutes Zeichen. Ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, ne? Bei Pan kann es eigentlich nicht schief gehen. Nail, Extreme. Sieht man auch extrem selten. Passt zum Extreme. Ha! Komm schon, komm schon, komm schon. Es sieht mir nach nur einer Sparking aus, ne? Ah, er hat echt Pech bisher. Ich meine, bei dem Puls nicht, aber bei den Sparkings. Ah, Goku. Einhändigen Genki-Dama Goku wünscht man sich ganz ehrlich nicht. Ne? Nail geht einen Stern hoch, kein Wunder, der ist ja relativ selten. Und Genki-Dama Goku immerhin auch einen Stern hoch. Ne? Auch schon weg zu 14 Sternen sind Dr. Gero. Immerhin hier 4 Sterne, ja. Ganz ehrlich, diesen Genki-Dama Goku und den Einhändigen braucht keiner. Extreme Nail, wie gesagt, habe ich auch noch nicht viel höher. Den zieht man wirklich selten aus den Bannern. Und jetzt muss man wieder neue Tickets holen. Ihr merkt es, oder? Ist das System nicht komplett bescheuert, dass man immer wieder seine Tickets rausholen muss? Also ich finde es echt bescheuert. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet in den Kommentaren. Es macht, ich weiß nicht, ich finde, was soll ich sagen, ich finde keinen Sinn, der das befürwortet sozusagen, dass man eben nur 20 Tickets haben darf. Es gibt für mich keinen sinnvollen Grund. Ich stehe so da und denke mir, warum? Warum? Es macht keinen Sinn. Aber ja, was soll man machen? Was soll man machen? Alle Tickets rausholen hier. Ah, oh, ist halt nervig wie Sau. Ihr seht doch, 16 Tage, ne? Es geht bei ihm dem Ende zu. Er musste das Opening aufnehmen, damit er nicht die ganzen Tickets, soll man sagen, verfallen lässt. Ne? Nach 30 Tagen sind sie weg. Und übrigens, man muss hier nicht runterscrollen. Du kannst doch einfach auf rechts auf kostenlose Tickets drücken. Bist du schneller? Alter, jetzt bitte. Genki-Dama Power, Leute. Es muss endlich mal ein Vegeto werden oder mehr als nur eine Sparking. Nur die garantierte Sparking zu bekommen, ist fies. Ne? Man, wie gesagt, es, auch wenn man es im Autoplay spielt, das Ultra-Dimensions-Rush-Event, dauert es trotzdem seine Zeit. Ne? Es dauert auf jeden Fall Zeit. Sehr schön, Freezer ausgelöscht. Wir wollen dich bitte nicht mehr sehen. Jetzt gönn ihm doch mal mehr als nur eine Sparking. Sei doch mal nett zu ihm, Spiel. Sei doch mal nett zu ihm. Komm schon. Wie geht er? Wollen wir auch nicht. Rikum schreit uns an. Jetzt komm schon, Mann. Ein Fake-Out wenigstens. Er ist nicht so der Fake-Out-King bisher, ne? Da kann er nicht so ganz mithalten mit mir. Ah, komm schon. Er hat echt kein Glück, ne? Also, bei mehreren Sparkings meine ich, ne? Er hat echt kein Glück. Immer nur die garantierte und es ist... wie geht's da? Neu für ihn. Was? Er hat den grünen Vegeta nun neu? Na, dazu auch natürlich herzlichen Glückwunsch. So wie zu deinem 11-Sterne-Gogeta. 11 fucking Sterne. Ich kann es noch immer nicht glauben. Wenn ich das nicht selbst gesehen hätte. Wie kann man Gogeta 11 Sterne haben? Wie? 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 Ich habe 3 Sterne, glaube ich. Okay. Super Saiyajin. Aber jetzt. Ich habe es im Urin. Das ist jetzt 2 Sparkings werden. Ich sag 2. Komm schon, gönn ihm jetzt 2. Es ist halt echt traurig, wenn man immer nur eine bekommt. Komm, ich gönn dir jetzt 2. Hau weg, Freezer. Wir drücken durch. Ich hoffe, ihr hört den Ton. Ne? Komm schon, Baby. Komm schon, ich weiß doch, dass du es willst. Hau raus, die Sparkings. Er scheint echt vom Pack verfolgt zu sein mit der Sparking-Anzahl. Er scheint echt vom Pech verfolgt zu sein. Nail mit dem Oberältesten, auch noch eine relativ neue Karte. Eine neue Hero-Karte.
Sacking. San Goku, Super Saiyajin ist jetzt auch nicht das Beste, was man haben kann. Oh, ist er auf 7 Sterne jetzt? Nö, Chaco auf 7 Sterne, okay. Chaco auf 7 Sterne, Goku auf 4 Sterne, gibt bessere, ne? Ist jetzt nicht das, was man haben will. Wie gesagt, wenn, dann will man unbedingt solche Helden rausziehen hier, wie eben zum Beispiel Gogeta und Vegeto oder Vegito, wie auch immer du ihn nennen willst, die will man auf jeden Fall haben. Jetzt sind die Tickets wieder leer. Ihr seht das Problem, ne? Wieder rausgehen, wieder in die Geschenke reingehen. Das ist so blöd gemacht. Ich verstehe es einfach nicht, Leute. Ich traue mich auch gerade nicht vorzuspulen, da ich Angst habe, was zu überspringen. Aber wir haben ja Zeit, ne? Wir haben ja keinen Stress. Heute ist Montag. Bisschen chillen, ne? Bisschen chillen. Schön mit der Ruhe, Leute. Oh, diese einzelnen Tickets auch noch. Man kann sich aber eine Frage stellen. Warum drückt er nicht einfach auf rechts oben auf alles annehmen? Dann nimmt er eh nur so viel an, wie möglich ist, ne? Stehen da ganz... Oh, unten seht ihr bei den Tickets schon. Da geht schon zu den 6-Tagen-Tickets, ne? Es geht bergab. Also er hat echt wirklich das sehr, sehr knapp vor Ende des Ablaufdatums aufgenommen, sozusagen. Oh Gott, wie viel kann er noch annehmen? Oh Gott. Wie viel gehen da noch rein? Ist er jetzt voll? Weiß er das? Hat er mitgezählt? Ich glaube, er hat mitgezählt. Er muss mitgezählt haben. Er hat noch nie ein Ticket zu viel angenommen. Zu viel angenommen. Das geht ja eh nicht, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber jetzt bitte, komm schon. Komm schon. Gönn ihm. Mach den Gönnjamin. Gib ihm, was er will. Vielleicht wollte er auch den Gogeta. Vielleicht wollte er auch unbedingt den Vegeta, der sich in den Super Saiyajin verwandelt. Wir wissen es ja nicht. Wir können ja nur zugucken, ne? Was er so zieht. Und ihm die Däumchen drücken, dass es was Geiles wird. Mehr können wir leider nicht für ihn tun. Oh, Goldschrift, auch sehr, sehr schön. Haben wir heute noch nicht gesehen, glaube ich. Freezer wieder ausgelöscht, aber er steht immer wieder auf die Nervensäge. Komm schon, Baby. Ich habe echt Mitleid. Ich habe wirklich Mitleid. Auch wenn ich ihn ein bisschen hasse für den 11-Sterne-Gogeta, aber ich habe auch ein bisschen Mitleid. Denn er schafft es irgendwie nicht, Panliebe mehr als eine Sparking zu ziehen. Wenn eine Pan dabei ist, müsste die Sparking am Ende aber ziemlich gut sein. Mhm. Komm schon, jetzt kommt Vegeto. Jetzt kommt Vegeto. Ah, Gotenks. Immerhin. Immerhin ein Fusionsheld. Jetzt hat er schon Gogeta gezogen und Gotenks. Wo bleibt Vegeto, ne? Er zieht hier einen nach den anderen von Fusionshelden. Geht auch ein Stern hoch. Sehr schön. Bardock auf 7 Sterne erstmal. Okay. Turtles geht auch ein Stern hoch. Und jetzt. Nein, Nappa geht auch ein Stern hoch. Aber jetzt. Ja, Gotenks. Auch schon, wie ihr seht, auf 9 Sterne. Sehr schön. Es läuft bei ihm. Es läuft bei ihm mit den Sparkings. Also 9 Sterne Gotenks? 11 Sterne Gogeta? Hast du mal aus einem Fusionsbanner richtig hart rausgezogen? Kann das sein? Das könnte nicht sein, ne? Dass er so viele Gogetas hat. Und so viele Gotenks. Ist ein bisschen mysteriös. Ja, ich denke da auf jeden Fall, dass er ordentlich in einem Fusionsbanner gezogen hat. Jetzt Freezer, bleib doch endlich mal liegen. Niemand will, dass du wieder aufstehst. Sonst hole ich Future Trunks und er zerschnippelt dich ohne Probleme. Komm schon. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, dass er immer nur eine garantierte Sparking am Ende zieht. Wie kann ein Mensch alleine so viel Pech haben? Es macht keinen Sinn. Und? Boah, geht. Geht. Der ist nicht schlecht. Den dürft ihr nicht unterschätzen. Den grünen GT-Goku. Der ist echt nicht schlecht in einem Super Saiyajin-Team. Oh, geht auch hoch auf 8 Sterne bei ihm. Der hat die Sparkings echt hoch. Kann es sein, dass du ein bisschen viel Zeitkristalle schon ausgegeben hast? Wie kann man nur so hoch die ganzen Sparkings haben? Alter, der hat ja viel, viel höher alle als ich. Okay, ich glaube, wir kommen schon zu den letzten Tickets jetzt nun. Es sieht, sieht nach dem Ende aus. Wenn er dies alle annimmt, müsste er 20 Stück vielleicht nochmal haben. Oder bekommt er überhaupt nochmal 20 Stück zusammen, ist die Frage, ne? 5 Tage, wie ihr seht, ne? Die Tickets gehen echt dem Ende zu. Er musste aufnehmen. Er konnte nicht mehr warten. Also mehr als 70 Tickets zu haben, scheint nicht möglich zu sein. Ne? Weil die hier verfallen innerhalb von 7 Tagen. Und alle 14 Tage, glaube ich, war das. Alle 14 Tage ist das Event ja neu, ne? Ja, das sind die letzten Tickets. Sind es nochmal 20 oder sind es weniger? Ich habe jetzt nicht mitgezählt.
Vielleicht sind es auch nur knapp über 10. Es wird auf jeden Fall noch eins mindestens sein, sonst würde er ja nicht noch aufnehmen. Bin gespannt. Wie viele? 12. Okay, er kann noch einmal ziehen. Seine letzte Ziehung für heute, Leute. Die letzte Ziehung. Gebt ihm ein bisschen Genki-Dama. Es soll ein Vegito wenigstens werden. 7 Dragon Balls sind da. Wir dürfen uns das wünschen. Ich wünsche mir für ihn einen Vegito. Das ist mein Wunsch an die 7 Dragon Balls. Bitte, bitte, bitte. Goldschrift nochmal. Ich drück mit Goku. Drück Goku. Bam. Daneben. Einfach daneben. Vegeta kommt zur Hilfe. Vegeta wird ihn löschen und uns eine richtig geile Sparking am Ende bringen. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es zumindest. Und bitte, vielleicht mehrmals eine Sparking. Ne? Ihr müsst euch das vorstellen. Oh, da ist er. Super Saiyan Son Gohan. Das erste Mal, dass er eine weitere Sparking zieht. Am Ende, wie gesagt, der 10. Pull ist immer eine Sparking. Und davor ist es reines Glück. Endlich im letzten Banner noch eine zweite gezogen. Sehr, sehr schön. Aber was wird die letzte garantierte? Das ist die Frage. Und? Oh, was ist das neu für ihn? Oberteufel Piccolo ist neu für dich? Aber sein Son Gohan aus der Zukunft geht auf 7 Sterne? Was geht denn hier ab? Man merkt einfach, er hat relativ spät angefangen zu spielen erst, denke ich mir, ne? Und deshalb hat er diese alten Helden eher nicht so. So wie zum Beispiel halt Oberteufel Piccolo, ne? Er hat ihn, ihr müsst euch das vorstellen, er hat ihn gerade erst freigeschalten. Alter! Oberteufel Piccolo freigeschalten, aber Future Son Gohan auf 7 Sterne. What the fuck? What the fuck? Leute, was sagt ihr zum Opening? Meinung gerne in die Kommentare und auch die Meinung dazu, dass ihr einfach mal Gogeta auf 11 Sterne hat. Was soll ich dazu sagen? Geiles Opening auf jeden Fall. Schade, dass du nicht so viel Glück hattest mit deinen mehrfachen Sparkings. Nur am Ende jetzt 2 Sparkings. Hätte besser laufen können, aber im Großen und Ganzen 2 neue Sparking und ganz viele andere geile Helden. Auf jeden Fall Grüße gehen raus, schreibt gerne in die Kommentare, wenn du das warst. Und Leute, vergesst nicht zu abonnieren, wir sehen uns spätestens morgen wieder. Haut hart rein, viel Spaß mit den Videos auf der Endcard und ciao.